Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Ich wollte schon Fallout 76 sagen. Subnautica, ja, wir sind zurück. Wir sind hier oben irgendwo. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir gemacht haben. Steck fest. So, wir waren also auf der Insel. Haben hier irgendwelche Sachen angeguckt. Unser Inventar war voll, okay. Habe ich schon angeguckt. Ich glaube, wir wollten darauf, oder? Aber wir sind so überfüllt. Ich würde glatt schon behaupten, wir gehen einfach mal zurück. Verrottend. Oh. Okay, wir gehen nicht zurück. Alt. Verfault. Oh. Ich glaube, wir haben Platz gefunden. Okay. Dann gehen wir halt da hoch. Ich weiß nicht, wo wir vorher waren. Das ist das Problem. Hätte mir vielleicht die alte Folge angucken sollen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal. Ich gucke mal kurz an, was wir zuletzt gemacht haben. Ich habe geguckt. Und ich habe festgestellt, wir wollen unser Zuhause verbessern. Wir sind also hier auf der Insel durch. Na gut, dann gehen wir zurück. So. Wir werden später nochmal wiederkommen, um die Pflanzen hier zu ernten und sie dann zu Hause zu sehen. Ich wusste nicht, dass sie so schnell verrotten. Ich wusste gar nicht, dass hier irgendwas verrotten kann. Das ist für mich schon eine kleine Überraschung. Ah, nein. Okay, Headcrab, tschüss. Wir hauen einfach ab. Und dann gehen wir mal nach Hause und gucken, was wir mit dem ganzen neuen Zeug, was wir offensichtlich gefunden haben, anfangen können. Wenn ich jemals zur Seemotte zurückfinde. Und dann müssen wir noch andere Sachen. Was zum. Dann müssen wir da noch hin, ne? Ja. Und wir haben natürlich auch wieder eine Nachricht. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Ah, wieder im Wasser. Fühlt sich doch echt gut an. So. Welcome aboard, Captain. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Fallen da Steine runter? Wie cool. Okay, das sah irgendwie 2D-mäßig aus. Aber gut. So, wir haben da unser Schlauchboot. Na gut, ja. Frage, wo ist unser Zuhause? Da oder da? So, wir sind zu Hause angekommen mit der Kackbratze zusammen. Irgendwo. Wo ist das Viech? Oh nein, schlechte Position. Du kriegst mich nicht. So, wir sind zu Hause. Was haben wir im Inventar? Was haben wir mitgenommen? Pinke Kappe, gefleckter Klapper und verrottend. Ja, die können wir nicht anpflanzen. Wir haben noch die Ming-Pflanzensamen. Richtig angepflanzt wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Ja, chill mal. Eines Tages, Freunde, eines Tages. So. Haben wir was Neues mitgebracht? Mal gucken, ob ich mich erinnern kann. Wir haben das Observatorium. Scannerraum haben wir. Das haben wir gebaut. Das Observatorium ist neu auf jeden Fall. Außenbeetkasten. Das ist doch außen. Das ist doch außen. Ich will doch zu Hause etwas anpflanzen. Okay. Ich muss erstmal die Musik auf meinen Ohren leiser machen. So. Außen. Aber damit ist nicht das gemeint, oder? Kann jetzt nicht hier irgendwas platzieren. Okay. Platziere einfach mal eins davon hier. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Ja, das ist schön und gut, aber. Ah.
Nein. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da jetzt irgendwas anpflanzen. Aber wir haben da jetzt so ein Ding ins Kirchens. Gut, ich werde noch herausfinden, wie das geht. Aber ich habe gerade gesehen, stimmt, wir können hier nämlich nachgucken, was wir so Neues haben. Es ist perfekt. Wir haben neu. Oh, Stasegewehr. Eines Tages. Signalboje. Der Krebs ist am Aufbau. Ja, Observatorium. Der Mehrzweckraum ist neu. Oh, dann bauen wir den irgendwo hin. Energietransmitter. Okay, kennen wir auch schon. Ein Shot. Sorgt für strukturelle Verstärkung, verhindert Wassereinbrüche. Das ist natürlich nicht schlecht. Ein Innenbeetkasten. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall. Und Kompositpflanztopf. Ein Design, bla bla. Okay, gut. Dann werden wir die beiden mal aufbauen und gleich gucken, was passiert. Eine lebende Wand. Boah, dann packen wir hier eine lebende Wand hin, würde ich sagen, ne? Gucken, was das alles bringt. Ich weiß es ja nicht mehr. Oder ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Hallo, was bringst du mir? Ich glaube, das sieht einfach nur hübsch aus. Oder sollte es? Okay, dann würde ich glatt behaupten, werden wir mal unsere Butze weiter ausbauen, aber vorher. Wir leben doch unter Wasser. Wo ist das scheiß Problem? Was ist das hier? Verkaufsautomat. Wieso sollte ich mir irgendwelche Dinge selbst verkaufen? Okay, sehr schön. Ich kann das hier abschotten. Das werden wir auch tun. Mir fehlt nur das richtige Zeug dafür. Wir werden hier und da mal welche anbringen. Wie, ich komme da nicht durch. Oh. Okay, ich dachte, da kann man einfach durchlaufen, wenn sie noch nicht fertig sind. Ist doof. Kommen wir da erst rein, wenn der Shot gebaut worden ist. Aber egal. So. Leider. Wandspind, hast du nicht gesehen? Hallo, Dude. Bioreaktor. Aber gut. Ich muss mich kurz rauswagen. Ich muss nämlich planen, wie wir unseren. Ich bin gerade hier durchgeschwommen. Ach, ich komme ja gar nicht raus. Da war ja was. Geil. Dann kann das Aquarium nämlich bald woanders stehen. Die Tarn haben wir noch ohne Ende. Sorry, Dude, aber du bist echt am Nerven. Mich nervt das Ding schon seit Ewigkeiten. Ich wollte es nur nicht wegmachen. Hier haben wir unsere Kristalle und so weiter drin. Okay. Synthetische Fahrt. Ah, da. Das hier wollte ich so suchen. Und dann ein bisschen Titan. Ich drücke mal Escape. Keine Ahnung warum. So, ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen abschotten. Damit die halt wirklich nicht, ja, auslaufen. Yay. Das ist cool gemacht. Das ist meine Frage. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann werden wir hier wahrscheinlich auch Wände hochziehen. Auf jeden Fall in die Richtung. Oder soll ich mal nach oben bauen? Aber hier ist das wahrscheinlich nicht möglich. So, ich habe übrigens auch schon wieder vergessen, wie wir das mit den Batterien gemacht haben. Oh, ja, den Schnüffel am Wasser, ist mir doch egal. So.
glaube nicht, dass hier noch irgendwas hinpasst. Könnte rein theoretisch nach oben gehen und da einen Mehrzweckraum machen, wo dann unser Zuhause ist. Vielleicht sogar über der Wasseroberfläche. Oder noch viel höher. Geht das? Das heißt, wir bauen jetzt ein bisschen was davon auf. Ach. Will ich noch mehr bauen? Nein. Unter mir heult ein kleines Kind, wie immer. Ich weiß nicht, ey. Leute. Solltet ihr jemals Kinder haben? Mein Beileid. Ah. Vital signs stabilizing. Was habe ich denn noch hier? Eine Batterie? Silbererz, hier die Erze kommen hier sowieso rein. So. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich weiß es nicht, Ruine. Den Rest packen wir dann hier rein. Das, was möglich ist. Ja, das Pflänzchen, ich weiß nicht, kann das vergammeln? Ich will da nicht hin. Ich weiß nicht, ob das vergammeln kann. Vielleicht die einzige Pflanze, die ich vergammeln kann. Ich habe keine Wassertiere mehr hier, ne? Immer wieder schön, wenn die da unten rumschreien. Wir können den Kommunikator benutzen, das will ich aber nicht. Ach, Werkzeug. Ich will da reingucken. Tolles Werkzeug habe ich hier. Gut zu wissen, dass hier kein Werkzeug drin ist. Wir wollten Titan mitnehmen, ne? Nehmen wir ein bisschen Titan mit. Müssen wir langsam auch mal wieder Titan farmen. Ich will den Scheiß bauen, mehr will ich nicht. So. Komm, da geht noch was. Eine Station noch, komm, eine Station noch. Will auch nicht zu lange nach oben laufen. Dann machen wir da irgendwie so eine billige Butze von uns hin. Mehrzweckraum hier, da. Ah! Was willst du denn? Was bist du denn? Hau ab! Was ging denn mit dem ab? Okay, ich habe jetzt hier ein fettes Rohr. Mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen. Wozu ist dieses Rohr? Willst du mich verarschen, Junge? Wozu habe ich jetzt dieses Rohr gebaut? Was kann ich jetzt damit anfangen? Funktioniert das? Wir gucken jetzt einfach mal, was draus geworden ist. Welcome aboard, Captain. Okay, kann ich da jetzt eine Leiter ransetzen? Die ist dezent im Weg, aber gut. Was mache ich denn? Ich drück hier seltsame Knöpfe, Freunde. Ich weiß noch nicht, was ich hier tue. Wir batschen da einfach mal jetzt das Ding hier hin und dann. Oh, okay. Ich kann viel höher bauen. Und ich werde viel höher bauen. Bis zum Geld nicht mehr. Okay, dass die Leiter hier so kacke im Weg steht, ist natürlich ein bisschen unschön. Aber hey, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Nein, ich baue nicht höher, keine Sorge. Macht ja keinen Sinn, glaube ich. Wir lassen das einfach so. Ja? Und dann bauen wir eine Kurve. Wäre schön, wenn das noch funktionieren würde mit der Kurve. Ah,
Und zwar in die Richtung. So. Bisschen weiter weg von dem Kollegen. Dann bauen wir hier ein gerades Ding hin. Noch ein gerades Ding. Und weil wir so cool sind, machen wir jetzt hier machen wir das so. Oh, ich habe kein Titan mehr. Das wird so scheiße aussehen. Okay, es wird Zeit, Titan zu farmen. Was soll's. Wir brauchen eh langsam auch trinkbare Sachen. Ja. Wie ich's mir gedacht hatte. 30 Sekunden. Ich bin anscheinend schon lange Zeit hier unten. Aber eigentlich kann ich auch meine Seemotte jetzt nehmen und losziehen, ne? Oder wir schmeißen die Maschine an und suchen nach Titanium. Ging auch wenn das viel Energie verschwendet. Krieg ich noch einen Fischi, damit ich ein bisschen Sauerstoff, Flüssigkeit bekomme, ja? Die kann ich sowieso nicht essen. Das wird so kacke aussehen, Leute. Oh, das wird so kacke aussehen. Und den unteren Teil werde ich dann höchstwahrscheinlich auch demontieren oder so, keine Ahnung. Oder wir lassen den einfach so. Mal gucken. So, Aquarium. Komm mal mit. Ihr werdet jetzt alle gegessen. So, Essen ohne Ende hergestellt. H2O3. 5, 3, 3, 5. Vital signs stabilizing. Hat nicht wirklich viel gebracht. So, also, ich zeige euch mal, was wir jetzt hier gebaut haben. Wir haben jetzt hier nämlich einen Gang, der führt ins Nichts. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Gang. Der führt auch ins Nichts. Das ist cool. Das mit der Leiter finde ich cool, dass man sich nicht hochklettern muss. Ich hätte Angst, dass man hochklettern muss. Aber so von hier sieht das eigentlich ganz cool aus. Na gut, holen wir uns mal die Seemodde. Und bei der Seemodde ziehen wir los. Und dann ziehen wir uns ein bisschen was zu Naschen rein. Und ein bisschen Titan. Wollte zwar danach scannen, aber ich denke mir jetzt einfach nö. So, Seemopsi. Ich bin schon weg, Dude. Halt dir keine Sorgen. Bitte greif mich nicht an. Bitte, 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 bitte. Okay, suchen wir ein bisschen nach Altmetall. Am besten gehen wir Richtung altes Zuhause. Da gibt es ja Altmetall ohne Ende. Und wir können es da direkt verarbeiten, plus das Essen da verarbeiten. Und uns Wasser herstellen ohne Ende. Wo zur Hölle bin ich? So, ich glaube nämlich hier im seichten Gewässer haben wir alles, was das Herz begehrt. Da! Wieso hatte ich eigentlich Licht an? Ich weiß es nicht.
Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von dem Zeug, weil ich ganz, ganz viel baue. Habe ich mir gerade selber wehgetan mit meiner eigenen Seemotte? Bin ich wirklich so gut? Bin ich so selbstzerstörerisch? Oh, guck mal, das Schiff. Ach so. Ja, dann nehmen wir das hier gleich mit. Ist ein billiger Seegleiter gewesen, aber naja. Oh, kann das sein, dass er von seiner aktuellen Position weggeschwommen ist? Der war da doch nie. Der war doch da hinten. Wo wir gerade herkamen. Oder etwa nicht. Schwimmt er mir davon? Wohl? Muss nicht sein. Nein, er schwimmt mir nicht davon. Alles gut. Der gehört hier hin. Okay, unsere Falle sitzt. Und wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen rumschwimmen, ein bisschen was sammeln auf jeden Fall. Nein! Oh Gott, gehen wir hier wieder raus. Das ist jetzt schon nervig. So, wo sind meine Lieblingsblubbifischis? Ich werde jetzt nämlich hier ein bisschen farmen gehen. So. Habe jetzt ein bisschen was gesammelt. Und wir machen uns erstmal was zu trinken. So, ich denke, das reicht. An Wasser. Gott, ist jetzt alles schon wieder weg, ne? Ich habe gehört, dass hier irgendwo ein Medikit ist. So, und schon geht's uns richtig gut. Ja, dann machen wir mal den Metallschrott-Zeugs weg hier. Machen daraus mal Titan. Ich würde es richtig geil finden, wenn sich sowas decken lässt. Lassen würde. Wir können doch einen Titanbarren machen, aber ich glaube, die können wir dann nicht mehr auseinander machen, oder? Ich glaube nicht. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Sachen drin. Feuerlöscher. Den werden wir später wahrscheinlich gebrauchen können. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Wasser geholt. Zeit, Altmetall aufzuspüren. Dürfte ja wohl nicht so schwer sein, ein bisschen Altmetall zu finden. Wir werden nie wieder etwas finden. Das Spiel weiß, dass wir etwas suchen. Na, guck mal, der hat Spaß. Und ich habe gerade einen Fisch überfahren. Das muss man erstmal hinkriegen. Orientierung? Da ist nichts drin. Ich könnte mir gut vorstellen, sorry, verschieß, dass es beim Wrack ganz viele... Achso, das ist die Pflanze. Oh, ich dachte, was ist das denn für ein Ungetüm? Ja gut, der da hat mich dann zusätzlich noch ein bisschen erschreckt. Gib's ja zu. Laserschneider. Jetzt finde ich den ganzen Scheiß, ne? Naja. Bisschen Titan. Frage. Wo war das Wrack? Und was zur Hölle ist das? Du hast so einen Lärm... Okay. Ich weiß, was das da hinten ist. Das da ist nämlich ein unfertiges Gebäude von uns, was in der Luft schwebt. So kann man seine Basis auch markieren. Sorry. Wollte nur gucken, was hier unten ist. Diese Schlange gefällt mir nicht. Und das Problem ist, ich muss da runter. Wollen wir es riskieren? Das
nicht, ob das so eine gute Idee ist. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Habe ich gesehen. An artificial structure somewhere in the region. Du wissen, was das hier ist. Nein. Okay, beeilen wir uns. Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Noch kein Scheißspiel. Hat mich zu Tode erschreckt. Die sind nicht so groß, wie ich dachte. Das heißt, die waren noch näher dran, als ich dachte. Oh, oh. Okay, wir haben PDA gefunden. Wir ziehen uns das gleich noch rein. In der nächsten Folge. Musste sein, sorry. Bauen wir erstmal ab. Wir haben etwas gefunden. Da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Quallenpilz. Mir kam das gerade so vor, als hätte jemand gesungen. Okay, bloß weg hier. Ohne eine Waffe, mit der ich mich wehren kann, wird das, glaube ich, nichts. Aber wir haben etwas gefunden und einen Fisch platt gemacht. Ja, Erfolg. Okay, spannende Musik. Das heißt, die haben mich gerade entdeckt, als ich abgehauen bin. Sehr schön. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sind hier beim Wrack angekommen. Wir können hier hoffentlich ein paar Teile abwracken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn es dann heißt, Zero schlachtet das Schiff. Was wahrscheinlich nicht wirklich ist. Und hier wahrscheinlich auch kaum Teile sind. Ja, ein paar. Haut rein, euer Zero. Tschüss.